Willkommen im Paragraphendschungel, Aufzucht und Pflege des Jurastudiums in den ersten Monaten. Willkommen zum zweiten Teil meiner Reihe Willkommen im Paragraphendschungel. Heute geht es um Literatur vor dem Jurastudium und um ein paar kleine hilfreiche Tipps zum Einstieg. Das davor, genießt eure letzten freien Tage. Du hast dich entschieden, Jura zu studieren und jetzt suchst du nach Büchern, die dir verraten, was die Rechtswissenschaften eigentlich sind. Um die Zeit bis zum Semesterbeginn rumzubekommen und das Gehirn schon mal ein wenig zu trainieren, habe ich hier eine kleine, aber feine Liste mit Literaturtipps für angehende Jurastudenten. Der erste Lesetipp ist Jura erfolgreich studieren für Schüler und Studenten, geschrieben von Christoph Gramm und Heinrich Amadeus Wolf. Ein Buch, was speziell auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist, weil es noch nicht so juristisch ist. Es enthält ein Bild vom Studienverlauf, von den späteren Berufsmöglichkeiten und es hat praktische Tipps zu Arbeits- und Lernmethoden, nützliche Adressen, Informationen zu Aufbau, Finanzierung und Organisation des Studiums. Lesetipp Nummer 2 ist dann schon ein etwas ausführlicheres Buch. Und zwar handelt es sich hier um die Einführung in die Rechtswissenschaft, geschrieben von Kühl, Reichhold und Ronellenfitsch. Christian Kühl, einer der Autoren, wird euch im Studium sicherlich noch das ein oder andere Mal begegnen. In diesem Buch finden sich auch Tipps zum Aufbau des Studiums, zur Organisation, zu Lerntechniken, zum Leben an der Uni und hier werden auch schon die Grundzüge des Strafrechts, des Zivilrechts und des öffentlichen Rechts vermittelt. Und noch als Topping obendrauf gibt es einen Einblick in die bestehende Gerichtsorganisation und ganz zentrale prozessuale Probleme. Hier gibt es auch schon wichtige Definitionen und Grundbegriffe und die Systematik der wichtigsten Rechtsgebiete. Dieses Werk bietet euch einen schon etwas tieferen Einstieg in das Jurastudium. Der dritte Lesetipp nennt sich Kompetenztraining Jura und wurde geschrieben von Zwickel, Lohse und Schmidt. Bei diesem Werk geht es zwar auch um juristische Kompetenzen, aber hier gibt es keine Methodenlehre oder Fallsammlung, sondern eine schrittweise Heranführung an den Gutachtenstil und die Klausurtechnik. Denn sowohl der Gutachtenstil als auch die Klausurtechnik werden euch begleiten von eurem ersten Tag als Jurastudent bis zu euren Examensklausuren. Es ist also ratsam, sich schon einmal vorher Gedanken darüber zu machen, welche Sprache im Studium von euch verlangt wird. Natürlich gibt es auch online einige Möglichkeiten, sich vorab zu informieren. Besonders empfehlen möchte ich euch die Seiten juraexamen.info und jurastudent.de. Weiterhin gibt es auf Facebook einige interessante Gruppen. Eine davon ist zum Beispiel die Facebook-Gruppe Jura Fragen und Antworten. Da könnt ihr eure Fragen loswerden und bekommt sicherlich eine nette Antwort. Statt der euch bekannten Schulnoten gibt es im Jurastudium Punkte. Das Punktesystem reicht von 0 bis 18 Punkten. Die Benotung im Jurastudium ist häufig sehr schwer zu verstehen. Deshalb möchte ich euch zunächst einmal kurz erklären, wie sich die Punkte aufteilen. 0 Punkte sind gleichzusetzen mit einer 6 in der Schule. Das ist ein ungenügend und eine völlig unbrauchbare Leistung. 0 Punkte kann man erreichen, wenn man die Klausur abgibt und nur seinen Namen geschrieben hat. Mangelhaft sind 1 bis 3 Punkte. Die Leistung ist nicht bestanden, weil sie an erheblichen Mängeln leidet. 3 Punkte werden euch im Jurastudium sicherlich oft begegnen. Sie sind kein Grund aufzugeben. Ausreichend entspricht einer Leistung von 4 bis 6 Punkten. Nicht umsonst sagt der Jurastudent, 4 gewinnt, denn mit 4 Punkten ist eine Klausur bestanden. Befriedigend sind 7 bis 9 Punkte. Man spricht hier auch vom kleinen Prädikat. 7 bis 9 Punkte sind toll, macht euch nichts vor. Voll befriedigend sind 10 bis 12 Punkte. Das ist dann schon wirklich eine richtig gute Leistung. Vollbefriedigend ist auch das sogenannte Prädikat. Gut wären 13 bis 15 Punkte. Für 13 bis 15 Punkte hat man es entweder voll drauf oder ist ohnehin der Überflieger.
Ein sehr gut wären 16 bis 18 Punkte. In meinem Semester habe ich niemanden gehabt, der jemals 16 oder 17 oder 18 Punkte geschrieben hat. Ich persönlich glaube auch, dass es völlig utopisch ist, 18 Punkte zu erreichen. Die meisten Jurastudenten bewegen sich im Raum zwischen 7 und 12 Punkten. Das ist auch super. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Mit 4 Punkten ist eine Klausur bestanden und alles, was darüber ist, ist gut. Sobald ihr euer Vorlesungsverzeichnis vorliegen habt, werden euch zwei Abkürzungen auffallen. Die erste ist C.T. Das heißt, ausgesprochen, cum tempore ist lateinisch und heißt mit Zeit. Steht in eurem Vorlesungsplan zum Beispiel Strafrecht AT 8 bis 10 Uhr C.T., dann beginnt die Vorlesung um 8:15 Uhr und endet um 9:45 Uhr. Der Grund dafür ist das sogenannte akademische Viertel. Die zweite Abkürzung ist S.T., heißt ausgesprochen sine tempore, ist ebenfalls lateinisch und heißt ohne Zeit. Steht also in eurem Vorlesungsplan Strafrecht AT 8 bis 10 Uhr S.T., dann beginnt die Vorlesung um 8 Uhr und endet um 10 Uhr. Für eure ersten Tage an der Universität rate ich euch, falls es angeboten wird bei euch, die Tutorengruppen und die Einführungsveranstaltungen zu besuchen. Dafür gibt es auch triftige Gründe. Der erste, so banal er auch klingen mag, ihr verhindert mit dem Besuch eines Tutoriums und der Einführungsveranstaltung, dass ihr euch verlauft. Universitäten sind für gewöhnlich etwas größer. Auch ich habe in meinen ersten Wochen tatsächlich einen Lageplan gehabt, um herauszufinden, wo die Vorlesungssäle, wo ich hin muss, eigentlich sind. Der zweite Punkt ist, ihr lernt dort das erste Mal die Menschen kennen, die euch weiterhelfen können, wenn ihr Fragen habt. Für gewöhnlich werden Führungen angeboten, wo dann klar wird, okay, hier ist das Studienbüro, da sitzen Menschen, die kennen sich richtig gut aus mit allem, was dazugehört, und hier kann ich mit meinen Fragen hingehen. Der zweite Punkt ist die Organisation der Bibliotheken. Jurabibliotheken haben, so wie alle anderen Bibliotheken auch, einen bestimmten Aufbau. Dieses System zu verstehen braucht etwas Zeit, daher nehmt auf jeden Fall die Einführungsveranstaltung mit. Im dritten Teil der Serie Willkommen im Paragraphendschungel wird es um die Kardinalsfrage gehen. Schönfelder und Sartorius ab dem ersten Semester, ja oder nein? Und viele andere weitere Tipps für euer erfolgreiches Jurastudium.